Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Big Ambitions. Ja, in der letzten Folge haben wir unseren Laden erneuert und beziehungsweise unseren Saturn noch ein bisschen aufgepeppt. Der dachte, dass der uns. Wo ist der hier dreckig? Wir haben hier so oft eine Putzfrau drin. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Also ich glaube, das ist eher ein Bug gerade, weil der Laden nicht dauernd zu ist. Wir machen mal ganz kurz vorübergehend geschlossen, bitte. Bringen den Laden mal eine Sekunde auf 100%, weil irgendwas stört ihn. Und es geht mir tierisch auf den Sack, dass ich dauernd die Nachricht kriege, angeblich ist dieser Laden dreckig. Und der ist es nicht. Bring ihn mal auf 100%, ich resette ihn. Wieder öffnen. Ah ja, ich wollte auch kaufen. Shopping! Brauchen wir kurz frische Lebensmittel. Find's cool, dass du in deinem eigenen Laden auch kaufen kannst. Das ist schon eine coole Sache. Essen entsorgen. Dankeschön. So, und jetzt sollten die ganzen blöden Nachrichten weg sein. Wie viel haben wir auf Lage? 600. Alter, ich finde das mit dem Geld einfach der Wahnsinn. So, du. Hallo, ich muss leider nicht zufrieden. Um ehrlich zu sein, wenn ich die Situation nicht bald ändert, sehe ich mich gezwungen, mit einem anderen Job im Unternehmen zu suchen. Ach, weißt du was? Ich bin ja Genius. Wir gehen mal auf die Karte. Wir hatten doch hier noch so einen Elektronikladen um die Ecke, ne? Der war ja nicht so ganz happy mit unserer Situation, mit unserer Idee, andere Läden aufzukaufen, beziehungsweise die Mitarbeiter. Elektronikläden. Der hat zugemacht. Der Laden hat zugemacht. Alter, wir haben den Laden zum Schließen gebracht. Hier waren noch mal Tonnen Elektronikläden. Hier hinten war noch mal voll der gute Elektronikladen. Wo ist der hin? Der Einzige, der jetzt in der Gegend ist, bin ich. Hast du gute Mitarbeiter? 51. Der Security Guard ist gut. Die Mitarbeiter sind mehr. Und ich will keine mehr Mitarbeiter, ich will gute Mitarbeiter. Ich brauche einen High Rewarding Laden. Du mit 3,5 Millionen hast bestimmt gute Mitarbeiter. Kriegst eine Unterzeichnung von 2.500. Nein, nicht 19.000. 2.500 für 3,5. Okay, ich mache den Gegenangebot. Wir reden von 5.000 und 3,8. Gut. Hab gerade eine Mitarbeiterin gekauft. Finde ich gut. Mitarbeiter verwalten. Nein, das ist eine Teilzeitkraft. Nein, entlassen wir sie. Entschuldigung, aber mit Teilzeitkräften kann ich nichts anfangen. Warum sehe ich, das müsste ich noch. Sehe ich das? Habe ich das gerade einfach übersehen und habe mir gerade einfach. Habe ich gerade einfach eine Mitarbeiter klaut? Du siehst ja leider nichts über diesen Mitarbeiter. Akzeptieren, Mitarbeiter verwalten. Vollzeit. Dich kann ich gebrauchen. Kriegst gleich meinen Bonus ausgezahlt, mein Freund. Wo bist denn du? Uniform. Ich habe noch keine Saturn-Uniform. Saturn. Finde ich super. Und dann schauen wir nochmal da rein. Wir haben doch bestimmt noch eins, zwei Mitarbeiter, die wir klauen können, oder? Komm, wir nehmen noch den hier 67. Kommt es nicht an. Mitarbeiter verwalten. Vollzeit, super. Gleich mal eingestellt für Saturn. Und einen Bonus kriegst du von mir auch. Dann gehen wir zum Saturn. Wir haben ja zwei neue Mitarbeiter hier dabei. Zeitplan, wo sind denn die zwei? Hier sind die zwei. Taugt es dir, wenn ich dich halb halb mache?
Also einmal da. Und einmal hier voll eine springen. Oder wir machen den eine Borgen. Ne, okay, wir lassen es so. Wird schon passen. Jetzt ist nicht der ganze Stand wieder voll und ich habe dem gleich ein bisschen Damage gemacht. Hihihihihihi. Schwingen. Okay. Ich würde jetzt mal ein, zwei Tage einfach so vergehen lassen. Und wenn ihr mich jetzt fragen, was ist ja voll dumm? Nee, ist es nicht. Ich will gucken, wie gut unser Laden läuft. Ich will wieder sehen. Nein. Ich will wissen, ob das funktioniert hat, was ich mir vorgenommen habe. Dafür brauche ich aber erstmal Essen. Weil ich kriege nicht mal eine Personalmitarbeiterin von meiner Personalo. Von der Hyopai kriege ich nichts. Guck mal. Businessman? Headhunterin? Fähigkeitsstufe 77 bis 78. Oder so, weil ich Umgebungsbedarf einmal Recruiting beenden. Wir machen mal das Umgebungs- und Ausstattungsbedarf raus. Setzen sich hier oben hin. Vielleicht kommt dann was. Vielleicht war es einfach meine horrenden Vorstellungen von der Mitarbeiterin. Da darf ich mir keine Vorstellung machen, was meine Mitarbeiterin mitmachen muss mit ihr. Alter, 8 Dollar! Die Preise sind ganz schön gestiegen. Das waren jetzt 80 Dollar. Ist er wie nicht? Aber in welchem Bezirk ist denn der? Das wäre ein super Bezirk für einen Supermarkt. Fresh und Fresh 2.0. Hier so schön irgendwo an der Bronx, oder? Und dann machen wir den auch noch zur Krise. Die müssen aufpassen mit ihren Preisen. Ich mach die platt. Ich habe schon Elektronikläden platt gemacht. Oh, das finde ich toll. Ich mach Elektronikpläden platt. Ist nicht heute rein der erste Tag, wo wirklich wir vom volle Leistung in dem Laden sind? Bedeutet, rein theoretisch müsste heute ein sehr angenehmer Umsatz kommen. Ich finde den nicht schlecht. 162? 1000 ist kein schlechter Umsatz, würde ich sagen. Wenn wir uns das mal hier bei uns im Biss von und Employees... Oh, Kandidaten! Hey, da sind die Kandidaten! Ich nehme die mit der höchsten Wertung. Ein beliebiges Sofa... Nee, dann nehme ich die nicht. Was hast du denn alles mit Sofas? Chefschreibtisch, Computerbildschirm. Kaffeemaschine. Eine Kaffeemaschine habe ich. Haxo muss kommen. Einstellen. Dann Bismen. Zeitplan. Dann können wir nicht die ganzen Saturner da reinhauen. Gut, dann, achso, Entschuldigung, ihr seid alle raus. Bismen, Headhunterin. Ich brauche gleich gerade von dir mal nichts. Schaut gut aus. Aber ich muss mal ganz kurz, wo ist denn das Krankenhaus gewesen? Entschuldigung, wissen Sie, wo das Krankenhaus war? Ich war schon zwar 5-mal da, aber ich habe es jedes Mal wieder vergessen. Wusstet ihr, dass man in Spielen das Rote Kreuz nicht verwenden darf? So ein Funfact, den ich zwischendurch mal gelernt habe. Du darfst in Spielen das Rote Kreuz nicht verwenden, weil das geschützt ist und die das nicht wollen. Ich hätte gerne Gold. Bis in 2 Tagen, okay. Dankeschön. Wahrscheinlich könnte ich auch anrufen mittlerweile, weil ich bin mit denen schon so gut, aber... Was denn? Hallo Chef, was ist passiert? Ich bin großer Besprechungstisch. Ich bin beim Überlegen, ob wir unsere Büros einrichten lassen.
einfach eine Top-Einrichtung holen lassen. Aber mittlerweile können wir es uns leisten und die Mitarbeiter sind ja eigentlich großartig dabei. Also sie hätten sich's verdient. So, wo waren der Ausstatter? Der war nicht weiter unten, glaube ich. Schauen wir mal, wie viel es rein theoretisch kosten würde, damit wir Raxomus kommen nur einrichten lassen. Er war hier nicht irgendwo. Geschäfts- und Bürobedarf. Personalvermittlung war hier. Innenausbau, genau, hier wollen wir hin. Hier wollten wir hin. Weil du bist Büro. Und warte mal, wenn ich jetzt erstmal kurz Bismann gucke. Ne, Maps kann ich gucken. Wo unser Headquarter. Alter, irgendwann muss ich mich in dieser Stadt nochmal auskennen anfangen, ne? Da, Headquarter. Im Bismann öffnen. Das ist ne. J1. Ein Büro, genau. Hauptsitz. Modern. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Gut. Lass mal nochmal besprechen, wie viel es kosten soll, bitte. Okay, ich hätte gern Raxomus kommen. Morgen. Modern. Deal. Das ist ein Deal. Akzeptieren Sie das Gesamte von Innenausstattung des Gebäudes verkaufen und Gesamtpreis abziehen? Ja. Neue Bestellung. Nice and clean. Morgen modern. 700.000? Dann warten wir noch ein, zwei Tage und dann tun wir das auch erstatten. Scheiß drauf. Wir können es uns leisten gerade. Ich finde, das ist gerade das, was mich so ein bisschen triggert. Ich muss mich nicht mehr um den Scheiß Einrichtung kümmern. Wenn ich das machen lasse, dann schauen meine Läden nicht auch ein bisschen vernünftiger aus. Das war eine teure Angelegenheit. Und ich würde eigentlich gerne mal wieder das Investieren testen. Ah, nee, warte mal. Wir wollten noch My Employees. Und zwar wollten wir unter Bismann. Warum darf die jetzt. Ach, war die nicht voll aus? War die nicht 100% ist oder wie? Automatisch schulen bis 100%, das tun wir jetzt bitte bei jedem rein. Schult alle bis 100. Mitarbeiter zuweisen. Alle füllen. Jetzt mache ich nur bei allen anderen gucken, ob die Saturner drin haben. Dann nehme ich den nicht dieser Turner raus. Dieser Turner werden nicht ab sofort speziell betreut. Von der eigenen Personalabteilung. Füllen. Dazu wollen wir schauen mal. Was schaut nicht nach Saturn-Inhalten aus? Gut. Wir haben fast 30 Mitarbeiter nur im Saturn. Überleg das mal. Brutal. Die kriegt eine Goldding jetzt die Tage und dann sollten wir da durch sein. Ah, was wir noch machen können, ist My Employees. Aktuelles Unternehmen. Saturn, 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 Saturn. Wir wollen eine einheitliche Saturn-Uniform haben. Und wenn ihr keine Uniform habt, dann ist das nicht gut. Das ist, was mich noch so ein bisschen nervt. Warum kann ich nicht einfach sagen, alle von Saturn auswählen? Jetzt würde ich hier gerne Uniform zuteilen. Jetzt gibt es ja noch keine. Bedeutet, wir müssen jetzt hier eine Saturn noch erstellen. Saturn. Saturn. Saturn wird ein Fachhandel. Genau.
Und dasselbe würde ich mir gerne von den Damen wünschen in dem Fall. Wir machen das mal so ein richtig Profi-Laden. Gut, und dann gehen wir hier hin. Uniform zuteilen, Saturn bestätigen. Und somit ist jetzt der Saturn ready to go. Schlafen wir bis zum nächsten Tag mal, dann sollten wir hoffentlich auch bald mal eine Antwort kriegen von ganz vielen anderen. 175.000. Wachstum muss kommen. Wait, what? Warte mal hier. Goldkrankenversicherung. Alter, du bist resch und frisch. Habe ich resch und frisch? Ah, die Uniform heißt resch und frisch. Okay. Du willst eine Fortbildung? Du bist jetzt. Was bist denn du zuständig bei uns? Wer bist du? Kannst du das nicht mit deiner zuständigen Abteilungssprecherin ablegen? Du bist im Rechen für Süd zuständig. Lass mich schauen, was ich machen kann für dich. Leute, wir haben was mit der Lee offen. Habt ihr da was für mich? Können wir das überbrücken für eine Zeit? Ich schmeiß jetzt einfach mal raus. Ihr schaut, ob ihr das hinkriegt. Dann brauchen wir kurz mal wieder die Lee. Wo ist er denn? Eine Suche wäre praktisch. Wenn ich jetzt wieder Lee suchen muss, wäre ich ganz kirre. Nicht zugewiesen. Und dann Fähigkeiten trainieren. Bestätigen. Muss kommen, brauchst Getränke. Das ist jetzt mal lustig. Aber okay, Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. In der nächsten Folge werden wir dann unser Programmiergeschäft vielleicht nochmal upgraden. Obwohl, ich würde mich ja mal gerne interessieren, wie viel Plus macht es jetzt eigentlich mittlerweile? Es muss sich ja mittlerweile ein bisschen. 4000, das ist halt echt. Okay, für null Aufwand macht es halt Geld. Ist halt auch für die Sache. Aber es ist nichts im Vergleich zu ihm hier. Also, der ist ja echt. Brutal. Wenn wir jetzt nochmal zum Ende der Folge in die Rivalenliste reinschauen, sehen wir, dass wir bei circa 1,1 Millionen Grad hängen und somit auf Platz 5 eher runterraschelt. Wir also mittlerweile mit Platz 5 natürlich heftig dabei sind und unser Saturn 1 Million Umsatz in der Woche macht. Ist das geil? Ja, das ist geil. Ich hoffe, es gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert, wenn ihr noch nicht habt und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.